Hallo Freunde, willkommen zurück zur zweiten Runde Friday Night Magic. Ja, unser erstes Spiel heute Abend. Die gute Chakra Meo, Chakra Moi. Wir sagen einfach Dave. Ich spreche die Namen sowieso grundsätzlich falsch aus. Ja, das neue rot-blaue Deck. Deckbauvideo von gestern. Wen es interessiert. Hier spielt unser Gegner Suche nach dem Goblin-Herrscher. Immer wenn eine Goblin-Kreatur unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt er eine Questmarke. Bei 5 oder mehr Questmarken bekommen alle seine Kreaturen plus 2 plus 0. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob das nur für seine Goblins gilt oder für alle, denn ich habe gerade einen Goblin gespielt und das wäre doof, wenn ich dem Gegner Questmarken schenke. Zum Glück gilt das nur für seine Kreaturen, das heißt, ich kann hier erstmal machen, was ich will. Nicht, dass es was bringt. Goblin Brandstifter, 1-1 Kreatur. Wenn er stirbt, fügt er noch Schaden zu. Nette Kamikaze-Bomber, diese kleinen Teile. Zwei Kreaturen unter seiner Kontrolle im zweiten Zug, das heißt zwei Questmarken auf die Verzauberung. Ja, die Goblin-Decks scheinen gerade richtig krass zu sein. Die machen wahnsinnig viel Druck und spielen sich sehr schnell. Es gibt viele Karten, die das unterstützen. Da das Rot-Blau-Deck, was ich da spiele, eher ein gemütliches, kontrollorientiertes Deck sein soll, tut man sich natürlich schwer mit so Aggro-Decks, die einfach nur mit nacktem Arsch ins Gesicht springen. Da kommen die nächsten zwei Goblin-Spielsteine, das heißt die nächsten zwei Tokens auf seine Verzauberung. Questmarken ohne Ende, gleich wird es richtig übel und ich habe noch nichts in Sicht, womit ich das irgendwie abwenden könnte. Der ist zwar gut und nett, unser Unhold, aber der reißt da auch nichts mehr wirklich. Da müsste ich wahnsinnig viele Zauber in einer Runde spielen, damit ich den Schaden wieder reinhole, den die Goblins gleich machen. Das wird übel. Da überlegt man sich schon, was wäre möglich, was nicht. Ich habe ja eine Hexerei im Deck, die fügt allen Kreaturen 3 Schaden zu. Damit könnte ich jetzt erstmal das Board clearen. Dann hätte er seine Handkarten erstmal darauf investiert. Dann wird es vielleicht etwas entspannter. Ja, von Entspannung ist nichts zu sehen. Das sind die nächsten zwei Goblin-Tokens. Und schon triggert die Verzauberung. Das heißt, jetzt sind die alle richtig übel stark. Und natürlich zögert er nicht anzugreifen. Goblins sind entbehrlich. Wenigstens ein bisschen Schaden rausnehmen. Mit der Verzauberung nimmt man 3 Schaden raus und zwingt den Gegner dazu, das nochmal zu spielen. Dass das nochmal Questmarken sind, stört mich nicht weiter. Warum ich den Gossenschützen jetzt oben aufgelegt habe, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war eine Fehlentscheidung. Ich brauche Removals, also Karten, die möglichst vielen Kreaturen möglichst viel Schaden zufügen und nicht so einen Gossenschützen, der passiv irgendwann wie zuguckt und 2 Schaden auf den Spieler schießt. Also selbst ein Schock würde hier nicht mehr reichen. Da ziehen wir den Gossenschützen nach. Die tektonische Spalte könnte man einsetzen, um den einzelnen Wald zu entfernen. Wenn der Gegner zweifarbig spielt und von einer Farbe fehlt das Mana etwas, dann kann man das damit noch reduzieren. Dann sitzt der Gegner im Prinzip auf toten Handkarten. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber im Moment habe ich eigentlich andere Sorgen als seine grünen Karten. Vielmehr ist es so, dass die Goblins Druck machen ohne Ende. Da kommt jetzt noch das Bergsturz. Elementar. Erstschlag 3-1. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Oder war das, wenn eine Kreatur stirbt? Da habe ich jetzt nicht schnell genug geguckt. Wie auch immer. Diesem Ansturm mit 14 Lebenspunkten. Jetzt muss ich anfangen, Kreaturen zu opfern. Um das überhaupt noch zu überleben. Jetzt sterben 4 Kreaturen. Ich glaube, dadurch kriegt er 4+1/+1 Marken. Ja, so ist es. Das heißt, er ist in der nächsten Runde noch viel stärker. Ich habe nur noch eine Kreatur auf der Hand, die ich als Blocker dazwischen schmeißen kann. Und die wäre mit einem Schock sehr schnell wegzunehmen. Jetzt habe ich noch 5 Life. Also, ich glaube, da nehme ich nichts vorweg. Das sieht nicht gut aus. Das werden wir wohl gleich verlieren. Aber ich sehe es nicht ein, das Spiel zu verlassen.
Mein Gegenüber hat hart dafür gearbeitet, so hart man das eben sagen kann für die paar Goblins, um dahin zu kommen. Dann sitze ich das jetzt auch noch aus. Wird ja nicht mehr lange dauern. So, dann können wir noch einmal blocken. Da nehmen wir natürlich den 7-5, weil wir es können. Und dann ist das erste Match auch schon entschieden. Das ging schnell. Ja, das war nicht das erste Match des Abends und die anderen gehen gerade so weiter. Na, schauen wir mal weiter. Hier steigen wir ins nächste Spiel ein gegen Nihiland 1334. Das Schöne ist bei Magic inzwischen, das Spiel ist eine Woche alt. Das heißt, es haben viel mehr Leute Zugriff darauf und man wartet inzwischen keine 5 Minuten mehr auf ein Spiel. Man kann wirklich die ganze Zeit durchpowern, wenn man möchte. Andererseits ist das Spiel nicht nur für den PC verfügbar. Die Xbox hat das Spiel auch. Und auf dem iOS ist das auch verfügbar, soweit ich weiß. Das bedeutet, viele Leute oder manche Leute spielen das vermutlich auf dem iPad in der U-Bahn und plötzlich bricht die Verbindung ab oder man muss ewig warten. Weil das Spiel ständig neu synchronisiert oder Timer nicht passen, ich weiß es nicht. Hier geht's jetzt los. Nihiland, vermute ich, spielt das auf dem iPad oder von einer vergleichbaren Konsole oder auf einem Gameboy oder mit ganz schlechter Internetverbindung. Jedenfalls beschleunige ich das jetzt mal. Die Hauptphase dauert jetzt ewig. Spiel wird synchronisiert, ja. Ich schaue mir noch ein bisschen die Karten vom Friedhof an, aber viel passiert da nicht mehr. Wie gesagt, ich beschleunige das jetzt gleich mal, aber das Spiel, ja, bricht gleich ab, weil Gegner Timeout. Das Problem hatten allerdings nicht alle Leute heute Abend. Genau genommen hatte das nur dieser eine Spieler. Holpandi hier hat eine sehr gute Internetverbindung, hat scheinbar auch einen sehr guten PC und vor allen Dingen ein verdammt starkes Deck. Spielt ebenfalls rot-blau wie wir. Hat schon angefangen mit einem Satyr. Immer wenn er Ziel von einem Zauber wird, der von Holpounder gesprochen wird, bekommt der Satyr eine +1/+1 Marke. Dann benutzt Holpounder hier natürlich auch den Unhold, den wir im Deck haben, der auch immer stärker wird. Ich vermute hier ein ähnliches Deckprinzip wie bei uns. Trotzdem brauchen die Hauptphasen relativ lange. Ich vermute fast, Holpounder ist ebenfalls ein Let's Player, der Dinge kommentiert während dem Spiel oder sich die Züge ganz genau überlegt. Beschleunigen erscheint erstmal relativ sinnfrei im eigenen Spielzug, da es Hexereien auf Spontanzauberniveau beschleunigt. Im eigenen Zug nicht unbedingt nötig, aber natürlich, wenn man keinen anderen Zauber sprechen kann, erhöht das die Kraft des Unholds und man kann eine Karte nachziehen. Der Unhold macht mir dann ein bisschen zu viel Schaden. Ich würde sagen, den entfernen wir gleich mal mit einem Schock. Ein Schaden ist deutlich angenehmer, das können wir verkraften. Und da kommt der nächste Unhold. Das war klar, wo der herkommt, da gibt es noch mehr. Wäre bei uns ja eigentlich auch nicht anders. Diese Unholde sind allgemein extrem stark bei Magic 2015. Die sind günstig und daher schnell zu spielen und leicht zu verstärken. Also für Aggro-Decks wirklich keine schlechte Karte. Wir spielen hier allerdings gerade alles andere als Aggro. Wir spielen sehr passiv. Wir reagieren nur auf den Gegner, weil wir im Moment noch keine Möglichkeit haben, selbst wirklich aktiv zu werden. Unsere Markierin für 4 Mana können wir uns noch nicht leisten. Und wenn wir unsere Fee spielen, müssen wir eine Kreatur auf die Hand zurücknehmen oder sie opfern. Das heißt, die würden wir auch einfach wegschmeißen. Das bringt uns auch nicht viel. Ja, Holpounder überlegt scheinbar schon die nächsten 2 Spielzüge im Voraus. Völlig in Ordnung. Auf eine 1-2 möchte ich eigentlich nicht reagieren. Jetzt allerdings sieht es anders aus. Koordinierter Angriff gibt 2 Kreaturen +1/+0 und Erstschlag.
Wenn wir jetzt anfangen, was zu machen, lohnt sich's. Hintergrund des Ganzen ist der, dass ich Kartenvorteile erlangen möchte. Bisher habe ich Karten nur dann entfernt, wenn sie vom Gegner bereits verbessert wurden. Das heißt, beim letzten Unhold hat der Gegner den Unhold verloren und eine Handkarte, um ihn stärker zu machen, habe ich mit einem Schock beseitigt das Problem. Zwei Karten von ihm gegen eine von mir. Ich habe den Kartenvorteil. Bei der Sache jetzt opfere ich im Prinzip zwei meiner Handkarten, um zwei Kreaturen und eine Zauberkarte des Gegners wegzunehmen. Das heißt zwei gegen für drei Karten. Wieder Kartenvorteil. Mühsam nennt sich das Eichhörnchen. Und man muss jeden Vorteil mitnehmen, den man kriegen kann. Und das geht ganz besonders, wenn man wenig brauchbare Handkarten hat für den Moment. Alle Handkarten, die wir haben hier, sind gut in einer in der richtigen Situation. Im Moment kann ich damit nicht so viel anfangen. Gegen ein solches Deck wie das da drüben bräuchten wir Blocker-Kreaturen oder mehr Removal-Zauber. Beides haben wir gerade nicht. Das heißt, wir müssen wirklich mit den Karten haushalten und so effektiv wie möglich spielen. Und ja, irgendwie schaffen wir das bisher auch, nur zwei live hinterher zu hinken und eine Handkarte mehr zu haben als unsere Gegner. Mana zu haben ist natürlich erstmal sinnvoll. So, Gedanke dahinter. Der Schock reicht nicht für die Kreatur da drüben. Deshalb möchte ich die auf die Hand zurückbringen, da die 4 Mana kostet. Klaue ich dem Gegner damit einen Spielzug, wenn er die nochmal spielen muss. Das heißt, ich habe da nicht nur Kartenvorteil, sondern auch eben Geschwindigkeitsvorteil. Die Magierin ist außerdem nützlich. Jetzt können wir unseren Flinkling spielen und damit eine Kreatur ins Leere blocken. Der Goblin Pöbeltreiber allerdings kompliziert die Sache ein bisschen. Er zwingt erstmal alle anderen Goblins anzugreifen, und zwar jede Runde. Das hat der Holepawner sowieso vorgehabt, also kein Nachteil. Dann produziert er jede Menge Tokens und wird auch noch stärker für die Tokens oder für die Goblins, die mit ihm angreifen. Und mit der anderen Kreatur zusammen, die allen, die ins Spiel kommen, Eile gibt und plus 2, plus 0, wird das jetzt schon gruselig, wie viel Schaden darüber kommt. Für alle anderen angreifenden Goblins plus 1, plus 0 und schon haben wir da eine 5-2. Ja, die größte Schadensquelle mal rausblocken. Da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Wäre schön gewesen, wenn ich da noch einen Mana mehr gehabt hätte, um die Magierin auf die Hand zurückzuholen für den Flinkling. Leider hat mir da das Mana gefehlt, aber die 5 Schaden konnte ich unmöglich durchgehen lassen. Im Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht clever gewesen, dann hätte ich nochmal angreifen können mit der Magierin oder nächste Runde dann sicher den Flinkling und den Goblins leere blocken lassen. So kaufe ich mir erstmal einen Spielzug mit der Zeitschleife. Nicht, dass das wirklich wichtig ist, aber vielleicht ziehen wir ja noch irgendwas, was uns wirklich den Hintern rettet. Jetzt haben wir 6 Mana. Das reicht noch nicht ganz. Wir können natürlich jetzt den Goblin spielen, der ein Blocker ist. Den können wir mit dem Flinkling auf die Hand zurückholen, damit Gegner ins Leere angreifen. Wir könnten Ende der Reise auf eine gegnerische Kreatur spielen und den Plan umsetzen, dem Gegner einen Spielzug zu klauen und die Kreaturen schwächer zu machen. Optimal wäre beides, aber wie immer fehlt uns dann ein Mana. Wenn es eine Sache gibt, die ich bei Magic gelernt habe, seit ich das spiele, dann, dass einem immer ein Mana fehlt. Egal was man plant, egal wie viel Mana man hat, es fehlt immer eins. Verräterische Tat. Holepounder möchte meinen Goblin auf seine Seite ziehen, da das natürlich seinen verstärkt, wenn er mit angreift. Dann nehme ich den Goblin auf die Hand zurück. Effektiv habe ich keine Handkarte dadurch verloren, weil ich eine Kreatur nach wie vor im Spiel habe. Ist eine 2-2. Und Holepounder hat eine Hexerei verloren. Trotzdem, Kartenvorteil und Geschwindigkeitsvorteil bringen einem alles nichts, wenn man keine Kreaturen im Spiel hat, um das Spiel zu gewinnen. Und im Moment haut uns Holepounder ganz schön zusammen. Ich glaube, das war das 6. oder 7. Spiel an dem Abend. Hab ständig vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Deshalb steigen wir immer wieder bei den Spielen ein, im 2. oder 3. Spielzug, weil mir es dann eingefallen ist, Moment, du musst noch Aufnahme drücken.
Ja, also da steigt dann das Frustlevel schon dementsprechend an. Da hatte ich jetzt gehofft, mit dem Flinkling den 4-2er wegblocken zu können. Und ja, dass beide Kreaturen sterben. Durch den Erstschlag der Spontanzauberkarte konnte ich mir das jetzt auch abschmatzen. Jetzt habe ich nur noch den Goblin auf der Hand, um was zu blocken. Allerdings nur noch 4 Life übrig. Da brauche ich dringend Inspiration. Kriegen wir noch irgendeine brauchbare Karte? Ja, diese Karte könnte das Spiel entscheiden. 3 Schaden auf alles. Das würde das Board auf der Stelle clearen. Aber wie immer, es fehlt ein Mana. Kostet 3, wir haben 2 und ja, da ärgere ich mich jetzt gerade schon ein bisschen. Das zweite Mal in dem Spiel, dass ein Mana fehlt, um was Tolles machen zu können. Ja, wir haben jetzt auch nicht mal mehr das Mana, um noch den Goblin zu spielen. Hätten wir 3 Mana, würden wir das anders machen. Bleibt noch das Ende der Reise. In dem Fall bedeutet das das Ende unserer Reise. Da können wir nichts mehr gegen tun. Der Angriff kommt. Wir spielen noch das Ende der Reise, einfach weil wir es können. Wir bringen den Pöbeltreiber auf die Hand zurück. Die nächste Karte interessiert uns nicht mehr. Das ist nicht zu machen. Jetzt zeigt er noch, ja, ich habe auch noch Karten. Guck mal, ein Schock auf dich. Wäre auch nicht mehr wirklich nötig gewesen, aber passt schon. Holpounder verdient gewonnen, sehr clever gespielt. So, an dem Punkt habe ich dann das 7. oder 8. Spiel in Folge verloren. Dann dachte ich mir, na, machst du mal 5 Minuten Pause, gehst mal auf den Balkon frische Luft schnappen, mal weg vom Computer. Das tut bestimmt gut. Das ist das erste Spiel nach der Pause. Einfach mal Kopf frei kriegen, sich ein paar Gedanken machen. Ja, die Starthand sieht schon mal vielversprechend aus, hauptsächlich im Mana. Da hatte ich das Gefühl, das hat mir im letzten Spiel gefehlt. Also fangen wir mal locker an. Erstmal eine Insel. Einfach schwimmen. Wir spielen schließlich gegen ein Genie. Das ist ein Titel im Spiel, den man bekommt, indem man einen Gegner besiegt, ohne dass der Gegner Life verliert. Das heißt, wir haben es hier mit einem zu tun, der sein Deck gut kennt und wahrscheinlich gewinnt, indem der Gegner keine Bibliothek mehr hat und keine Karten mehr ziehen kann, da es keine Giftmarken in dem Spiel gibt. Sein erstes Land ist ein Doppelland, blau-grün. Interessante Farbkombination, hat viele Möglichkeiten. Wir spielen unseren ersten Unhold in der zweiten Runde. Hier kommt das nächste Doppelland, also ist das schon ein vierfarbiges Deck beim Gegner. Jetzt kommt noch weiß-rot dazu. Kurz überlegen, was wird das? Komisches Deck. Abwarten. Da gibt es einen fünffarbigen Engel. Jedes Mal, wenn der Schaden macht, darf man Karten kostenlos spielen. Das kann schon böse werden. Jetzt greifen wir erstmal an mit einem 1-2 Unhold. Wie gesagt, wir gehen es ganz ruhig an, nichts überstürzen. Mit der tektonischen Spalte habe ich mir überlegt, könnte man die Doppelländer zerstören, wenn das seine einzige Mana-Quelle ist. Ärgert man ihn da ganz besonders? Jetzt kommt noch weiß-schwarz dazu. Das ist also ein fünffarbiges Deck. Der fünffarbige Engel würde passen. So, jetzt überlegen. Mal kurz durchrechnen. Feuerleitlösung errechnen. Jupp, das Spiel ist gelaufen. Nochmal durchrechnen. Die kriegen wirklich plus 3, plus 0. Aha. Ja, kein Problem. Wie gesagt, der Drop ist gelutscht. Das Spiel haben wir gewonnen. Es sei denn, unser Gegner hat noch Spontanzauber auf der Hand, die jetzt irgendwas ganz Mieses machen. Erstmal 2 Schaden. Unholde werden stärker. Noch kein Grund, sich zu freuen oder sich zu sorgen. Als nächstes Hexerei. Der Unhold wird unblockbar. Ist ein Hexerei. Beide Unholde werden stärker. Die Hexerei hat außerdem Rückblende. Ja, dann spielen wir das doch vom Friedhof nochmal für die Rückblendekosten. Danach wird es zwar aus dem Spiel entfernt, aber das war die zweite Hexerei in dem Zug und da sieht er schon, was Sache ist. Er hat also nichts mehr auf der Hand, was ihn rettet. Dann greifen wir an mit den Unholden und die Sache ist gelaufen. Die blaue Hexerei habe ich übrigens nach den Testspielen gestern nochmal ins Deck aufgenommen. Da ich nämlich gestern nach dem Deckbau festgestellt hatte, wir könnten noch ein bisschen die Möglichkeit gebrauchen, die Kreaturen unblockbar macht, weil das mit den Unholden und den Teufeln richtig nützlich ist, habe ich diese blaue Hexerei mit ins Deck aufgenommen. Ich habe dafür aber nichts rausgeschmissen. Das heißt, unser Deck hat 62 Karten.
Ist nicht ganz optimal, gebe ich gerne zu. Aber wenn man dann gegen Gegner spielt, die darauf aus sind, die Bibliothek zu vernichten, dann zählt jede Karte. Ansonsten, ja, bei Gelegenheit fliegt vielleicht eine Karte raus, die total unnütz ist, wenn ich diese finde. Gut, der Gegner hat hier scheinbar kleinere Verbindungsprobleme, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht hat er auch einfach nur lange gewartet und überlegt, ob seine Starthand gut ist. Der Retter ist wieder ein Titel, den bekommt man, glaube ich, wenn man die Kampagne durchgespielt hat. Gegner spielt ein Gründeck. Da hatte ich heute schon einige schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber kein Problem. Moralischer Sieger bin ich. Das letzte Spiel ist gut gelaufen. Das heißt, das Deck hat wenigstens einmal gewonnen. Dann kann es ruhig 10-mal verloren haben. Das spielt keine Rolle. Okay, erste Kreatur. Wenn der ins Spiel kommt, legt man einen +1/+1-Marker auf eine Kreatur seiner Wahl. Geht natürlich auch auf ihn. Und die Kreatur, muss ich sagen, ist ein wenig ungewöhnlich für 2 Mana. Auf einem Deck, das ich selbst baue, würde ich das vielleicht nicht mitnehmen. Ich rechne fast damit, dass der gute Juan, Milo, Dave, dass Dave ein vorgefertigtes Deck spielt, vielleicht noch ein, zwei Karten ausgetauscht hat, ich weiß es nicht. Fühlt sich jedenfalls bisher so an. Wir hatten ja gute Erfahrungen gemacht mit unserem Unhold. Das heißt, den können wir erstmal ganz entspannt wieder spielen. Elfischer Visionär, wenn der ins Spiel kommt, darf man eine Karte ziehen. Nützlich. Interessant ist, dass Dave in der Runde kein Land gespielt hat. Das heißt, die 6 Karten aus seiner Hand sind keine Länder. Da mangelt es also ein bisschen. Wir spielen erstmal unseren Gossengoblin. Angreifen müssen wir noch nicht. Wir machen unseren Schaden, zum Beispiel mit dem Schock, wenn es denn soweit ist. Da hat Dave wohl ein Land gezogen und spielt es auch gleich. Und jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Wir sind darauf ausgelegt, möglichst schnell möglichst viel Schaden zu machen. Dieser komische Elch dort hat Landung. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Land unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, tritt ein Effekt ein. Dieser Effekt ist, er bekommt 2 Lebenspunkte dazu. Das ist ein bisschen unschön. So muss ich quasi gegen seine Länder, gegen Schaden machen. Nicht ganz so schön. Wir machen erstmal ein bisschen Schaden, ziehen noch ein paar Karten nach. Mir ging es dabei nicht um den Unhold oder so, sondern einfach wirklich nur um die Handkarten, dass wir da mal wieder ein bisschen aufmunitionieren, die nächsten Züge planen können und dass unser Goblin mal die ersten 2 Schaden macht. Das nächste Land kommt bestimmt. Aber erstmal ein Visionär, er darf wieder eine Karte ziehen. Das war wohl wieder ein Land. Und dieser Wiesenhirsch stellt die 2 Life, die wir gerade abgenommen haben, natürlich gerne wieder her. So, jetzt fühlt er sich stark genug anzugreifen. Und ich fürchte, das ist er auch. Ich möchte nämlich keine meiner Kreaturen verlieren und sage mir, 2 Schaden, das können wir ab. Vielleicht nicht so ganz clever, denn wie viel Schaden machen wir denn? Haben wir Heilung? Nein. Hat er Heilung? Ja. Sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Erstmal noch ein paar Goblins. Auf dass unsere Zauber günstiger werden. Zahlenmäßig ist uns der Gegner natürlich weit überlegen. Und von der Qualität der Karten, also rein von den Stärke- und Verteidigungswerten her, ist uns der Gegner auch überlegen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Nützlichkeit der Karten bei uns besser ist. So, nochmal 2 Schaden wollte ich nicht nehmen, eben weil wir keine Heilung haben und er bisher mehr Schaden macht als wir. Aber der Blauteil sorgt dafür, dass er flexibel ist. Er nimmt seinen komischen Waldläufer lieber auf die Hand zurück, als ihn zerstören zu lassen. Kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem kriegt er 2 Schaden, weil wir den Schock gespielt haben. Auch wenn es eine Fehlaktivierung war, weil das Ziel des Schocks, als der auslösen wollte, nicht mehr da war. Und das ist alles in seinem Zug passiert. Das heißt, wir sind gleich dran.
Da nochmal kurz der Hirsch. Dann bringen wir in seiner Runde den Hirsch nochmal auf die Hand zurück. Ich habe geguckt, wie viel Mana der kostet. Das sind 3. Ich wollte sicher gehen, dass er den nicht in der gleichen Runde nochmal spielen kann. Jetzt hat er nämlich seinen Waldläufer auf die Hand genommen und jetzt kriegt er noch den Hirsch auf die Hand. Das heißt, er hat dann mehr auf der Hand, als er nächste Runde spielen kann. Hellsicht bedeutet, wir gucken die oberste Karte der Bibliothek an und dürfen uns entscheiden, ob wir sie oben lassen oder unter die Bibliothek legen. Die Teufel habe ich schon auf der Hand und habe mir gedacht, okay, wenn Dave die zerstört, dann brauche ich die zweiten. Aber wenn das nicht kann, dann ärgere ich mich, wenn ich sie zweimal habe. Ich habe mich dann dazu entschlossen, sie nach unten zu legen und vielleicht nochmal ein Land zu ziehen nächste Runde. Das wäre optimal. Dann kommen wir nämlich langsam in die Region, wo wir die Teufel ziehen können. Dann haben wir die Zeitschleife. Das ist zusammen mit den Teufeln natürlich genial. Wenn alles zusammengeht. Jetzt fühle ich mich mit den Teufeln. Ich würde sie gern spielen. Vom Mana her passt doch alles. Aber dann habe ich keinen Mana mehr, um zu reagieren, wenn der Gegner irgendwas macht. Ich gucke gerade, welche Karten habe ich im Friedhof. Können mir die Teufel da helfen? Brauche ich eine dieser Karten nächste Runde unbedingt? Dem ist nicht so. Also warte ich mit den Teufeln noch ein bisschen. Wir haben im Moment nicht unbedingt den Druck, dass wir sofort handeln müssen. Das heißt, wir können uns den Luxus erlauben, noch ein bisschen gechillt zu spielen. Lebenspunktmäßig liegen wir vorne. Der Gegner hat, wie gesagt, nicht genug Mana, um alles auszuspielen, was er letzte Runde auf die Hand zurücknehmen musste. Wir haben Kreaturenvorteil und greifen natürlich an. Man merkt schon, das ist bei jedem Spieler gleich. Diese Goblins stören jeden, denn die müssen nicht angreifen. Die sind ganz schwer als Ziel rauszunehmen und machen trotzdem eine Menge Schaden. Hier habe ich überlegt, nehme ich die auf die Hand zurück oder nicht? Aber ich brauche sie nicht unbedingt. Ich habe hier die Teufel. Da wäre es mir lieber, wenn der Gegner keine Blocker mehr hat. Ich habe mir gedacht, ich tausche lieber meinen einen Unhold gegen 2 seiner Elfen. Dann kommt nächste Runde vielleicht noch eine Karte von ihm. Das war's dann. Jetzt hat er noch 10 Life, wir haben 18 Life. Sein komischer Hirsch, der Life wiederherstellt, ist auf der Hand. Wenn er den jetzt für 3 Mana spielt, hat er praktisch nichts anderes mehr. Er entscheidet sich, den Waldlandführer nochmal zu spielen und sich damit eine 2-2 reinzubringen. Ihm ist klar, dass ich meine Kreatur nicht opfern will. Seine 2-2 ist allerdings entbehrlich. Wenn die mal im Spiel ist, hat sie ihren Dienst getan. Bleiben bei ihm noch 2 Karten. Mir ist in der Edition keine blaue oder grüne Karte für 1 oder 2 Mana bekannt, die eine Kreatur zerstören kann. Nur auf die Hand zurückbringen. Eben durch Ende der Reise. Ich entscheide mich dazu, das Ganze noch mal ein bisschen entspannt anzugehen. Lieber noch eine Runde warten, noch mal ein bisschen Schaden machen. Jetzt will er natürlich seinen Waldlandläufer gegen meinen Goblin tauschen. Spielt noch mal titanisches Wachstum, weil er seinen nicht verlieren will. Darauf hatte ich eigentlich gehofft. Und so kann ich mit einer Karte von mir 2 von seinen Karten rausnehmen. Das Land brauchen wir nicht. Wir brauchen Kreaturen oder Zauber. Und ganz nebenbei löst der Goblin nochmal die 2 Schaden aus. Das heißt, Schaden sieht so aus, als hätte er nicht geblockt. Und jetzt ist er ausgetappt. Ich fühle mich sicher, wir können die Teufel spielen. Soweit wir wissen, hat er nur noch die Waldlandläufer und den Elch auf der Hand oder diesen Hirsch. Er spielt wieder den Waldlandführer, heißt das Ding. Entschuldigung, ihr wisst ja, mit Namen habe ich es nicht so. Ja, das sieht in dem Spiel gar nicht so schlecht aus. Und da gibt er auch auf, er verlässt das Spiel. Die Sache ist also gelaufen. Bei Magic 2014 war es so, dass die KI dann eine neue Kartenhand bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch so ist. Ob da noch irgendwas ist, was er tun kann. Ich spiele jetzt einfach mal die Zeitschleife, weil ich es kann. Mir geht es dabei eigentlich nur darum, die 2 Schaden mit dem Goblin zu schießen. Ich habe nämlich nicht mehr vor, anzugreifen. Wir bringen den Waldlandführer auf seine Hand zurück. Oder jetzt in dem Fall auf die Hand der KI. Unser Goblin schießt weiter fleißig Schaden.
Die nächste Karte ist mir egal, das Spiel ist gelaufen, die nächste Runde erleben wir nicht. Denn wir spielen jetzt die letzte Karte und das war's. So, da sind wir. Wir steigen ein in der vierten Runde im Spiel gegen Bad 020. Letztes Spiel des Abends für mich. Wie gesagt, hatte viel auf die Nuss bekommen, habe viele Spiele verloren gehabt, hatte natürlich jetzt am Schluss auch ein paar gewonnen. Klare Sache, trotzdem bin ich mit dem Deck noch nicht so ganz glücklich. Eine Combo, die ich mir am Anfang überlegt hatte, die hatte ich auch mal ganz kurz angesprochen im Deckbau-Video gestern, die konnte ich noch überhaupt nicht spielen. Und hier habe ich jetzt alle Komponenten, die ich brauche. Ich habe die Teufel und ich habe die Zeitschleife, ich habe keine andere Hexerei oder Verzauberung. Was ich habe, ist ein Gegner, der ein sehr, sehr schönes Deck spielt. Rein blau, mit sehr vielen Verteidigern. Das heißt, die Kreaturen können eigentlich nicht angreifen. Das sind reine Blocker, dafür relativ stark in der Verteidigung. Und er spielt mit Ausrüstungskarten. Das habe ich in dem Magic 2015 noch gar nicht gesehen. Hier mit einem Streitwagen. Die Kreatur, die damit ausgerüstet wird, kann angreifen, als wäre sie kein Verteidiger. Und erhält +2/+2. Der Zweizack da links hat zwei Fähigkeiten. Zum einen die ausgerüstete Kreatur, wenn Schaden zufügt, darf man neue Karten ziehen. Und ganz nebenbei aktive Fähigkeit für viel Mana und Tappen, zwingt man alle gegnerischen Kreaturen zum Angreifen. Und ich muss sagen, das stinkt mir gerade ein bisschen, denn ich kann es nicht verhindern. Ich werde jetzt aber gleich den Goblin an den Verteidiger da drüben verlieren. Der hat außerdem noch die Fähigkeit, für 3 Mana kann man ihn tappen. Und der Gegner wirft dann x Karten von der Bibliothek auf den Friedhof. X ist die Anzahl der Verteidiger, die er selbst kontrolliert. So, natürlich sind die Gossen Goblins als erstes dran. Die stören die Gegner immer. Das heißt, ich würde auch kein anderes Ziel wählen. Die anderen Goblins machen das Ganze zwar etwas schneller, mein Deck, aber die anderen müssen nur anwesend sein und nerven und machen Schaden. Da kommt der nächste Verteidiger. Der fliegt 1-3 und man verhindert allen Kampfschaden, den er zufügt. Das heißt, im Kampf ist er nicht klein zu kriegen. Die Unholde bringen uns da auch nichts. Hier ist schon der nächste. Korallenbarriere kommt mit einer 1-1 Kalmar ins Spiel. Dieser hat Inseltarnung. Das heißt, solange ich eine Insel kontrolliere, kann ich den Kalmar-Spielstein nicht blocken. Das ist zusammen mit dem Zweizack natürlich eine feine Sache. Man müsste ihn, ja, müsste nur angreifen. Dann kriegt man Karten. Da ist sich Bad wohl nicht so ganz sicher. Angreifen nicht doch. Ja, nein, vielleicht. Der Unhold ist natürlich ein fieser Angreifer, aber mit der fliegenden Qualle in der Verteidigung kein großes Problem. Blocken möchte ich ja auch nicht. Ich würde den Unhold einfach verlieren, ohne dass sonst was passiert. Da gebe ich ihm lieber die Karte und nehme den Schaden. Kein Problem. So, ich habe 6 Mana, das reicht für die Teufel und der Gegner ist ausgetappt. Ich muss keinen Counterspell fürchten. Saubere Sache, also raus mit den Teufeln. Wer weiß, wann man die Chance hat, dass der Gegner wieder ausgetappt ist. Das ist die große Gefahr bei Blau, solange die Mana hat. Sobald der Spieler mit Blau Mana hat, kann er einen Counterspell auf der Hand haben und Karten wie die Teufel einfach in den Friedhof schicken, ohne dass sie gespielt werden. Hier habe ich jetzt gerade nochmal geguckt bei den Teufeln, ob ich die vielleicht opfern muss, wenn ich keine Karte vom Friedhof auf die Hand zurücknehmen kann. Ich habe nämlich keine Hexerei oder Spontanzauber im Friedhof. Nur eine Kreatur. Und dann sieht man jetzt vielleicht schon, worauf es hinausläuft. Ich habe nämlich, wie gesagt, nur Kreaturen hier und die Zeitschleife zusammen mit den Teufeln. Das ist die Combo, über die ich gestern mal ganz kurz gesprochen habe beim Deckbau. Würde mich sehr freuen, wenn ich das mal durchziehen könnte. Hier kommt es jetzt. Allerdings hat der Gegner noch zu viel Mana. Ich überlege und spiele erstmal wieder eine Kreatur. Wenn er einen Counterspell auf der Hand hat, benutzt das vielleicht für die Kreatur.
kann er gerne machen. Ich habe ja schon einen solchen Goblin draußen liegen. Ist kein Problem. Ich brauche eigentlich keine zwei. Das könnte allerdings wehtun. Das ist der Geist von Seele von Ravnica. Fliegende 6-6 und für jede Menge Mana gibt es Karten. Und zwar für jede Farbe, die man kontrolliert. Eine ist in einem einfarbigen Deck jetzt nicht so der Kracher. Aber eine fliegende 6-6 ist schon ein bisschen beängstigend. Wenn man nämlich keine Möglichkeit hat, die Flieger zu zerstören oder zu blocken, sind das drei Angriffe im Moment bei 18 Life. Kleiner Nachteil jetzt für die Teufel. Ich habe jetzt gerade einen Spontanzauber im Friedhof. Den kriege ich natürlich nächste Runde wieder. Aber für die Combo mit der Zeitschleife, sollte die Zeitschleife die einzige Karte sein, sonst ist das nicht zuverlässig. Sonst hat man noch bestenfalls eine 50-50 Chance. Da kommt der erste Angriff der Seele von Ravnica. Tut natürlich weh. 12 Life. Jetzt hat er 7 Mana. Wird er den Fehler machen und Karten ziehen mit der Seele? Ja, wird er. Blaues Deck ausgetappt. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Keine Angst vor Counterspells. Genug Mana habe ich. Spielen wir doch mal eine Zeitschleife. Haben wir noch einen Spielzug? Kein Problem. Der Gegner kann ja nichts machen. Er hat keinen Mana. Selbst wenn er noch drei Counterspells auf der Hand hat, ohne Mana, um sie zu spielen, kommt er da nicht mehr raus. Das ist ein Lock. Er ist jetzt eingeschlossen in einer Situation, aus der er sich aus eigener Kraft nicht befreien kann. Er hat keine Karte im Spiel, die ihm helfen kann, und kein Mana, um Handkarten zu spielen. Es gibt zwar in sehr alten Editionen blaue Counterspells, die man ohne Mana spielen kann, indem man zum Beispiel eine Insel von der Hand abwirft und solche Geschichten. Aber die sind nicht in Magic 2015 enthalten. Das heißt, im Moment kann ich das mit der Zeitschleife so oft machen, wie ich möchte. Bad 020 kommt nicht mehr zum Spielen. Mein Deck kann ich weiterentwickeln, wie ich lustig bin. Ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, die Sache ist eigentlich entschieden. Mir fällt hier keine Situation ein mit den Karten aus 2015, wie Bad das noch reißen kann. Er ist quasi auf einen Fehler meiner Seite angewiesen. Und jetzt muss ich sagen, mache ich leider etwas, das sich nicht gehört. Stellt euch vor, ihr sitzt mit eurem Mitspieler an einem Tisch und dann zögert ihr das Spiel künstlich in die Länge. Das macht man nicht. Das gehört sich einfach nicht. Und leider mache ich das hier, weil ich nicht sehe, dass ich das Spiel schon beenden kann. Ich sehe da vorne nur eine riesige Wand an Kreaturen vor mir und habe keine Idee, wie ich daran vorbeikommen soll. Was ich völlig ignoriere dabei, ist das kunstvolle Ausweichen. Wenn ich das nämlich ein paar Mal spiele in der Runde, dazu vielleicht noch was anderes, dann sind meine Teufel stark genug, um 16 Schaden zu machen und können nicht geblockt werden. Hier hätte ich jetzt fast den Fehler gemacht, der ihm das Spiel noch retten kann. Ich wollte nämlich eine Inspiration abwerfen. Darf ich aber nicht machen, sonst kriege ich die Zeitschleife nicht mehr sicher auf die Hand zurück. Dann kommt er nochmal zum Zug und da habe ich wirklich Angst, dass er mit den Hintern auseinanderreißt. So muss ich eine Kreatur aus der Hand abwerfen, damit ich die Zeitschleife wieder in den Friedhof bekomme, beziehungsweise aus dem Friedhof zurückbekomme. Sicher. Und da sehen wir jetzt schon auf meiner Kartenhand, ich habe nur noch zwei Kreaturen, muss jetzt jede Runde eine Karte abwerfen, weil ich nichts mehr spiele außer der Zeitschleife. Worauf ich eigentlich warte, ist noch eine Insel, damit ich noch ein bisschen blau spielen kann, um meine Kreaturen weiter aufzupumpen. Passiert natürlich nicht. Hier überlege ich, ob ich mit der tektonischen Spalte was machen kann, denn ich habe ja die vier roten Mana offen dafür. Ich könnte ein Land zerstören und nicht fliegende Kreaturen können dann nicht blocken. Die Qualle fliegt allerdings und ist im Kampf nicht zu vernichten. Jetzt allerdings 3 Schaden auf alles. Das rockt. Das Einzige, was das überlebt, sind unsere Teufel. Und jetzt sehe ich mit kunstvollem Ausweichen, kriege ich die Teufel stark genug? Und mit Rückblende spiele ich die gleiche Karte vom Friedhof nochmal. Und damit ist die Sache entschieden. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Am Anfang lief es ein bisschen schleppend, habe viel verloren, aber zum Schluss ging es ja doch noch. Ich konnte ein bisschen zeigen, was das Deck kann. Und ja,
Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.